So, ihr Schnitzel. Jetzt gibt es noch ein FIFA-Let's Play. Allerdings ohne Kamera, weil ich es nicht sehr angenehm finde, das nochmal alles zu schneiden, wie gerade. Und jetzt gucken wir also mal hier, gerade Fürth gegen Fürth Glory, keine Ahnung. Und wir spielen zu Hause, der Schiedsrichter ist Leonardo San Milano. Das erinnert mich irgendein italienischen Fußballverein. Mal sehen. Gut, wir spielen jetzt. Wir sind ja jetzt in der Aufwärmphase, die immer noch sehr, sehr langweilig ist. Dann springen wir diese Mal, gucken A. Und jetzt machen wir hier mal ein ordentliches Spiel auf Halbprofi. Ich habe noch nie mit Kotterfirth gespielt, was man vielleicht merken sollte, da ich die Spielernamen kaum kenne. Man sollte sowieso merken, dass ich im Fußball nicht immer darüber noch so bin. Das war jetzt Abseits, schade. Jo, Nigo, du standst im Abseits. Und ja, was gibt's da zu erzählen? Ich hatte vorhin in meinem Slender Let's Play schon gefragt, wie er es denn findet, dass dort in Connecticut ein Amokläufer in dieser Einkaufsschule so viele Leute umgebracht hat, 27 waren es glaube an der Zahl, und sich selber auch umgebracht. Das ist wirklich okay. Wie findet ihr das? Schreibt es doch bitte in die Kommentare, meine Meinung dazu ist. Na gut, es gibt eigentlich meine Meinung dazu, dass es schwachsinnig ist, dass man da einfach Wandels Kinder umbringt, die sie verdient haben, und wenn die dann auch, oder wenn dieser Mann dazu dann auch denkt, der ist besonders cool, weil er Kinder umbringt, und er war das ohne. Nicht verständlich für mich. Also der gehört eigentlich, würde eigentlich nicht so gewonnen, aber der hat das wahrscheinlich gewusst, wo der hingehört. Oh, mega eigentlich, geschaffen. Und deswegen hat er sich selbst umgebracht. Ich denke mal, der wäre sowieso auf den Stuhl gekommen. Oder heute sagt man eher zur Spritze. Und ja. Wenn er, wer das weiß. Wenn man auf die Spritze kommt, da ist das schon ein bisschen hart. Und was denn kein Freistoß, du Homo? Das war doch mindestens was. Oder ist das, weil ich ohne Freistoß mache? Keine Ahnung. Ja, eigentlich kann man das Freistoß machen. Ja, ich habe mich schon wieder abdenken lassen, Entschuldigung. Und das FIFA Let's Play, also das, was ich mit Juventus drin gemacht habe, werde ich nicht fortführen. Zumindest nicht so bald, da ich schon gemerkt habe, dass ich da nicht so gut bin. Wenn, dann starte ich mit einem neuen Profil und einem anderen Verein. Ich habe da sogar schon einen im Auge. Und wenn karrieremäßig, habe ich dann andere Profile, die man vielleicht sehen sollte, als ich mir den Spielstand erstellt habe. Und zwar habe ich dann noch mit Juventus Turin, also mit dem HSV, dann noch mit Cottbus. Und mit Dortmund. Das sind so die Vereine, mit denen ich momentan spiele, alles in der dritten oder vierten Saison. Und ja, das klappt schon ganz gut. Und das ist schon ein alter, das ist jetzt schon ein alter Handschuh, aber ich will es einfach nochmal ansprechen, der Mann, der in Oslo die Bombe gelegt hat und so. Der wurde ja als geistig und nicht berechenbar eingestuft. Oder was ist das? Bin ich jetzt nicht genug informiert, aber... Aber der hat ein Raum mit Internet zugesprochen gekriegt und eine Einzelzelle. Das heißt doch schon, dass es irgendwie falsch gelaufen ist. Der hätte eigentlich den Foltern doch nicht irgendwann mehr, aber man muss... Na, zumindest hätte man den beharrt bestrafen müssen, finde ich. Als dass man den dann noch Internetzugriff gibt, damit er seine Facebook-Seite auch aktualisieren kann. Momentan hat... Momentaner Wohnort irgendein Gefängnis in Norwegen. Oslo. Was auch immer. Oh.
war ein Arschloch. So, und wir rennen jetzt wieder alle zurück. Und vermasseln das Spiel wieder total, weil wir überhaupt nicht zur Tirol kommen. Und die erste Halbzeit ist gleich vorbei. Ich hoffe, das Video nicht zu laut. Das ist eine annehmbare Lautstärke halt mit der Musik. So. Mama! Oh Mama, warum hast du das getan? So. 51% Ballbesitz. So. Sarah R. Erinnert mich irgendwann an Sarah Zahr. Und einer hat ja gesagt, ich soll mal Grand Let's Playerin. Hatte ich schon gehört, das war auf einem anderen Kanal. Und zwar würde ich gerne mal über Sarah Zahr sprechen. Er hat ja jetzt angefangen, das hat er gestern ein Video mit Facecam hochgeladen. Und zwar Slender. Und ich finde es schon sehr witzig. Also ich finde schon, dass er das gemacht hat, dass jetzt alle, dass auch er jetzt damit anfängt, Facecam jetzt durchzumachen. Das ist sehr lustig. Finde ich. Und so. Komm schon, Bitches. Und heute kommen außerdem nur ausnahmsweise wahrscheinlich mal zwei Videos. Da die letzten Tage nicht sehr viel kam. Und zwar bis ich habe dann einfach Zeit aufzunehmen. Sebastian Fuchs. Aber wir können mich jetzt gerne verpflichten, aber kann sein, dass die meisten Fußballvereine, die momentan aus der Bundesliga kommen, aus München sind. Das würde Augsburg dazu zählen, das würde Kräuter Fürth dazu zählen. Oh ja. Und das würde Bayern München dazu zählen. Irgendwann wird es dann nicht mehr DFB-Pokal heißen, sondern... irgendwann wird es dann nicht mehr Deutsche Bundesliga heißen, sondern Münchner Bundesliga. Und auch nicht mehr DFB-Pokal, sondern... MFB. Oh ja. MFD-Pokal würde es dann heißen. Gibt's denn? Ich meine, für die Mannschaften, die dort jetzt in der Region, in der Landesliga spielen oder so, wird es sicher sowas in der Art geben. Ein Pokal, der nur dort in München klar tätig ist. Hatte ich mir nicht drüber nachgedacht. Und die Regionalligen, da gibt es ja jetzt 5. Also, ich glaube, es gibt 6 Regionalligen. Das ist ein richtig beschissenes System, da muss man jetzt erst Erster werden. Also das heißt, man muss erstmal Erster seiner Staffel werden. Und man muss dann noch in einem Relegationsspiel gegen eine andere Viertligamannschaft aus einer anderen Staffel antreten. Das ist meines Erachtens ein bisschen umständlich gemacht. So. Aber naja, gut, ich denke mal, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Und was haltet ihr eigentlich von der momentanen Leistung von Hoffenheim? Die haben sie noch teuer eingekauft. Also das Geld, was dahinter steht, meine ich, ist sehr hoch, der Betrag. Und dafür... Die Leistung, die sich dafür tun, ist mehr schlecht als recht. Und heute hat ja Hannover auch in ich glaube in Düsseldorf verloren. 2-1 war das, glaube ich. Und das ist schon beachtlich, hat jetzt nichts mit dem Geld zu tun, aber das ist schon gut für die Düsseldorfer. Ich meine, Hannover ist ja nur keine Mannschaft, wo man sagen würde, gut, die ist besonders schwach oder so, sondern das ist ja eigentlich eine solide Mannschaft, die ich so im Mittelfeld einordnen würde, dauerhaft. Und ich meine, gegen den Aufsteiger, okay.
Aber da hat Dortmund ja auch gezeigt, dass sie das können, gegen einen Aufsteiger verlieren. Oder den wollen wir unentschieden spielen. Und das gleich zweimal einmal gegen die Düsseldorfer und einmal gegen die Frankfurter. Obwohl gegen Frankfurt, da hat als Dortmund gegen Frankfurt gespielt hat, da waren die Frankfurter ja wirklich überall. Und als die gegen Düsseldorf gespielt haben, na, da lag es auch ein bisschen an Dortmund. Weil sie da, würde ich sagen, nicht gerade die Leistung gezeigt haben, die sie zeigen müssen. So, und jetzt ist ja auch Dynamo Dresden aus dem Pokal ausgeschlossen worden für die nächste Saison. So ist mein aktuellster Stand, habe ich mich noch mehr darüber informiert. Und das ist ja eigentlich ein bisschen blöd für den Verein. Erstens mal gegen den Geld, was sie kriegen könnten, aber das wollen eigentlich nicht viele Dynamo-Fans gar nicht haben. Und zweitens, warum sollen sie den Verein bestrafen für das, was die Fans gemacht haben? Oder gut, Fans, na gut, weiß ich nicht, ob man das als Fans nennen kann. Aber in meiner Auffassung sind das nicht gerade Fans, die den Verein insoweit schaden, indem sie den so weit bringen, den DFB, dass sie den Verein ausschließen müssen. Okay, dann war's das erstmal für jetzt, für den Moment von FIFA. Und ich hoffe, wir werden uns die nächste Folge auch wiedersehen. Und dann ein, ne? Tschüss.